Mein Name ist Nico Kunzmann. Genau, und Lizenzen, warum? Genau, weil ich es wichtig finde, dass man seine Arbeit auch mit anderen teilen kann und darf im rechtlichen Rahmen sozusagen. Erstmal warum? Es geht darum, mit Lizenzen anderen zu erlauben, etwas zu tun und denen auch zu sagen, wie sie es tun dürfen. Und das Problem ist, das Urheberrecht ist so, und dass, wenn ihr was erstellt, dann habt ihr erstmal alle Rechte. Und selbst wenn ihr es jetzt auf GitHub hochladet und sagt, ihr habt da eure Repository, dann dürfen es andere trotzdem nicht verwenden. Also die dürfen es weder kopieren noch verändern und sowas. Und ihr habt halt alle Rechte. Und mit einer Lizenz sagt ihr, ihr gebt gewisse Rechte ab, damit die Sachen machen können. Zum Beispiel das Verändern oder auch Ausführen oder sowas. Genau. Warum? Also einbetten. Es gibt das Machbare, das habe ich so von meinem Professor. Darin gibt es das rechtlich Regelbare und darin ist dann das mit Code implementierbare. Das heißt, ihr könnt sozusagen auf menschlicher Ebene viel mehr regeln, als ihr überhaupt implementieren könnt. Und Lizenzen halten sich genau bei diesem rechtlich Regelbaren auf, dass ihr einen sozialen Rahmen habt, auch einen rechtlichen Rahmen, in dem ihr euren Code da bestimmen könnt, was damit passiert. Genau, das ist auch so ein Punkt. Durch eine Lizenz sagt ihr, wenn ihr ein Open-Source-Projekt habt, welche Leute machen eigentlich mit und wie machen die das? Also haltet ihr irgendwelche Leute draußen, sagt ihr zum Beispiel Firmen, ihr dürft mitmachen, aber ihr müsst mithelfen? Oder sagt ihr einfach, benutzt den Code, wo ihr wollt und wenn ihr Lust habt, dann gebt mir halt ein bisschen was ab. So, gut. Jetzt für euch speziell bei Jugendhakt. Ihr seid minderjährig, das heißt, soweit ich weiß, könnt ihr nur Geschäfte machen, wo ihr dann den rechtlichen Vorteil nicht abgebt. Also ihr könnt nicht einfach so Rechte abtreten. Und das heißt, ihr braucht die Einverständnis eurer Eltern überhaupt eigentlich, um eine Lizenz auf das Projekt geben zu können. Weil ihr mit der Lizenz sagt, ich gebe einfach, ohne davon einen Vorteil zu haben, die Rechte, das zu vervielfältigen, die Rechte, das zu verändern, an andere Leute mit ab. So, und ich glaube, bei Jugendhaft habt ihr irgendwas unterschrieben oder eure Eltern haben etwas unterschrieben, dass ihr Lizenzen selbst wählen dürft. Dass es sozusagen auch rechtskonform ist. Ihr könnt natürlich auch so wählen. Ja, okay, mal zu ein paar Lizenzen. Wer kennt denn Lizenzen von euch? Alle. Awesome. Okay. Wer kennt MIT? Wer kennt GPL? Auch, okay. Wer kennt die Creative Commons Lizenzen? Kennen auch alle. Okay, cool. Genau, dann halte ich das mal so, wie ich es sowieso vorhatte. Genau, also es gibt halt, ich habe es jetzt mal getrennt in Lizenzen für Code und Lizenzen für kreative Sachen. Ich glaube, die Lizenzen für Code sind relativ alt. Die gibt es schon sehr lange und die Creative Commons Lizenzen sind erst neu dazugekommen und die haben sich halt darum bemüht, dass man auch, wenn man jetzt irgendwie Bilder macht oder so, das unter eine freie Lizenz machen kann und das frei weitergeben kann. Dabei gibt es grundsätzlich, würde ich eine Unterscheidung treffen zwischen Lizenzen, die halt dieses Copyleft oder dieses Share-alike haben. Das heißt, man muss, wenn man es benutzt und verändert, dann auch anderen wieder geben, sodass man der Gemeinschaft auch was gibt. Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen CC BY und CC Non-Commercial. Also man könnte ja jetzt versucht sein zu sagen, okay, ich habe jetzt mein cooles Repository geschrieben oder meine coole Lampe 3D gedruckt oder so und jetzt will ich aber, dass Leute das nicht kommerziell verwenden. Also da muss man sagen, mache ich halt die Unterscheidung. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich diese Lampe mache, nicht, dass jetzt irgendeine große Firma kommt, sagt, ich drucke jetzt hunderte von den Dingern, verändere die ein bisschen und mache die noch besser und behalte aber alles für mich. So, das ist eigentlich meine Befürchtung eher. Deswegen will ich Share-alike, damit jetzt, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich will damit richtig Geld verdienen, will das noch weiterentwickeln, dann muss der das auch mir wieder zugänglich machen. Das heißt, der mit Share-alike, sagt man, trage auch wieder bei zur Community. Und mit Non-Commercial ist es in Deutschland, glaube ich, sogar so, dass man das dann nicht mal in Schulen verwenden darf. War, glaube ich, irgend so ein Gerichtsurteil oder so. Also da sagt man auch, wenn irgendjemand einen kleinen Workshop hat, ich würde jetzt zum Beispiel einen Workshop zum Thema Hardware machen und ich habe so ein Non-Commercial-Tutorial, dann darf ich das nicht verwenden, weil ich ja für den Workshop ein bisschen Geld kriege. Also das heißt, mit Non-Commercial hält man sich viele kleine Leute raus, die irgendwie kreativ beitragen würden. So,
So wurde es mir erklärt. Gebe ich einfach nur weiter. Nochmal zu ein paar Lizenzen. Genau. MIT heißt, macht doch, was ihr wollt. Macht mich nicht verantwortlich und lasst die Lizenz und meinen Namen mit dabei. Das ist die MIT-Lizenz. Relativ klein, kann man sich durchlesen. Genau. Und dann hier nochmal zu diesem Copyleft. Das hat halt GPL und Creative Commons beides. Und da ist halt die Idee, dass man eine Kooperation mit anderen Leuten erzwingt über diese Lizenz. Das heißt, mit der Lizenz sorgt ihr dafür, dass Leute einfach schon mal mehr beitragen können oder sollen. Was habe ich noch? Genau, Creative Commons. Also wenn ihr jetzt eine Lizenz auswählen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt Inkscape verwendet, habt ihr hier diese ganzen Creative Commons Namensnennungen, das heißt einfach nur den Namen mit dazu schreiben oder halt Share Alike oder so, könnt ihr da sogar mit in eure Lasercutter SVGs mit reinmachen, diese Lizenz. Und ihr könnt auch hier unter creativecommons.org/choose könnt ihr auswählen, welche Lizenz jetzt für euch das Richtige wäre. Also die geben das dann so an und dann hat man, kann man sich solche Bilderchen mit auf die Webseite tun. Also dieses Creative Commons und der Mensch soll genannt werden. Oder wenn ich jetzt oben ein bisschen rumklicke, kommen dann halt noch ein paar mehr Bilderchen dazu. Und das kann man unten auf seine Webseite einbinden und dann wissen die Leute auch gleich, ah, Creative Commons, ich kann das auch verwenden, ich kann es kopieren, ich kann es im Unterricht verwenden. Und ich muss halt das und das einhalten. Und die können dann vielleicht ihren Namen noch mit runterschreiben, wenn sie es verändert haben oder so. Relativ einfach möglich. Slate. Gut, auf dieses Slide. Was habe ich denn da? Genau, hier seht ihr noch nicht, dass, genau, es gibt auch choosealicense.org, glaube ich, wurde mir genannt. Da könnt ihr auch drauf gehen und das ist dann für Code, also das macht dann halt diese drei Unterscheidungen. Mir ist eigentlich egal, was damit passiert oder ich will, dass andere Leute auch beitragen oder ich bin, mir ist interessant, dass kein Patent-Troll da mitmacht und aufgrund von Patentklagen meine Software zerstört, dann würdet ihr zum Beispiel die Apache-License verwenden. Ja, gucken. Das war's dann eigentlich. Genau, wenn ihr Fragen habt, gerne. Ja, bitte. Ja, super, danke. Tut mir leid, dass es jetzt gerade nicht funktioniert, aber es ist jetzt noch die Abschiedsslide. Ja, genau. Willst du kurz noch sagen, wie dein Twitter-Handle ist, dass Leute dir Fragen stellen können? Dann halt ohne Sonnen. Habt ihr Fragen? Ja, wieder keine Frage, sondern eigentlich nur nochmal ein Hinweis. Also ich fand das total toll, dass du darauf hingewiesen hast, wie problematisch diese Non-Commercial License oder dieses Non-Commercial-Modul von Creative Commons sein kann. Mhm. Und ich finde, das kann man gar nicht häufig genug sagen. Mhm. Denn das ist leider das häufig benutzte, am häufigsten benutzte Modul von Creative Commons und das ist auch das Problematischste. Also neben dem, was du gesagt hast, dass es dann vielleicht für eine Schule nicht einsetzbar ist oder für jemanden, der einen Workshop macht und dann Eintrittsgeld verlangt, bedeutet es zum Beispiel auch, dass, ja, wenn du einen Text hast oder ein Foto, das heißt, ein Journalist kann das nicht benutzen, er kann gar nicht irgendwie darüber berichten, was dir wichtig ist. Also deine Werke können nicht in die Welt rauskommen, denn alles, wo irgendwie mal Geld verdienen mit dranhängt, muss nicht unbedingt schlecht sein. Die meisten Leute denken halt, ja, ich möchte nicht, dass mir das weggenommen wird, aber wir sollten halt irgendwie mehr in so einen Modus kommen, dass wir irgendwie was in die Welt hinausstellen können, dass wir dann auch genannt werden als Urheber und uns irgendwie halt die entsprechenden Props gegeben werden, ist wichtig, aber dieses Non-Commercial, das sollte man, also es gibt kaum einen Fall, wo das wirklich sinnvoll ist. Und das sollte man möglichst einfach gar nicht benutzen. Mhm. Ja, ich habe eine Frage bezüglich Non-Commercial, vielleicht war nicht sinnvoll. Mhm. Ich habe mal verwendet CC-NC für einen Text, für eine Marke. Und andere Leute haben das verwendet, und ich komme in eine Ecke, wo ich fühle, was mache ich das jetzt? Hm. Und ich erinnere mich von New Thinking gehört zu haben, dass CC eigentlich nicht mit einer gesetzlichen Abdeckung ist, dass man eigentlich nicht so im Gericht verwenden kann und sagen, ich habe mein CC, SA, NC oder nicht gemacht. Darf jemand anklagen und sagen, jemand das verwendet hat ohne Recht? Also was ich gehört habe jetzt speziell zur Marke ist, dass du Markenrechte damit nicht abtrittst. Also
dass du jetzt irgendwie eine bestimmte Marke, die existiert immer noch, aber diese Marke kann natürlich auch Creative Commons Zeug veröffentlichen. Also gibt es zum Beispiel die jungen Tüftler, die machen Tutorials unter Creative Commons, aber deswegen heißt es trotzdem nicht, nur weil das junge Tüftler-Logo drauf ist, dass jetzt andere Leute sagen können, wir sind junge Tüftler, weil die haben ja das Logo damit drauf oder so. Also wenn das die Frage war, Markenrechte und Diffamierung und bösartige Darstellungen und sowas, die können immer noch angegangen werden, trotz dieser Lizenz. Danke, das hat Teil beantwortet, aber ja. Wie wäre mit einem Code, wenn ihr etwas veröffentlicht auf CC und jemand anderes genau das gleiche auf CC veröffentlicht, ohne mich zu erwähnen? Darf ihr etwas machen? Na, ich denke, da an der Stelle hat er das falsch gemacht, ja. So sollte aber er dich eigentlich erwähnen, ja. Er hätte das, aber genau. Gibt es schon eine rechtliche Grundlage, dass mir erlaubt, CC dann zu verwenden, zu sagen, eigentlich muss das öffentlich sein? Das ist auch schon vor deutschen Gerichten so entschieden worden. Das ist völlig klar. Also das ist ein Lizenzvertrag und der hat vielleicht einen fetzigen Namen, weil er Creative Commons heißt, aber das jedes Gericht, also das ist durch das Thema. Da gab es schon mehrere Entscheidungen. Ja. Vielleicht noch was, es gibt ja auch noch eine Kategorie, die nicht so häufig, das ist Public Domain. Das gibt es eigentlich gar nicht in Europa, weil in Europa gibt es immer einen Urheber. Aber es gibt etwas, das nennt sich CC0, wo man sagt, ich trete alles ab. Mhm. Ihr müsst mich noch nicht mal benennen. Das kann auch manchmal sinnvoll sein. Also wir haben das bei einer Datenbank zum Beispiel, wo wir sagen, irgendwie, wenn wir da jetzt bei jedem Datum diese Temperatur wird Ihnen präsentiert von oder so, dann wäre das nicht mehr sinnvoll. Das heißt, das ist dann alles unter CC0 gestellt. Das heißt, das kann benutzt werden, ohne dass auch noch eine Nennung des Autoren oder der Autorin dabei ist. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Also es wäre noch mal weiter als dieses MIT oder sowas, wo man dann wirklich gar nichts mehr, man muss keine Lizenz anfügen, steht einfach zur freien Verfügung. Ja, cool. Ja, für Datenbanken gibt es auch noch mal eine Menge Lizenzen, glaube ich. Kenne ich mich aber nicht mit aus, deswegen habe ich es nicht erwähnt. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr hattet da was bei mitgenommen. Wir sehen uns.